Die Photosynthetikerin. Eine Hörgeschichte von Andrea Bannert. Geschnitten und bearbeitet von Kevin Schneider. Ihre Hand zittert, während sie die Spritzennadel durch ihre Haut treibt. Giftgrün schimmert die Chloroplastensuspension im Spritzenkörper. Die Sonne fällt in breiten Strahlen durch die zersplitterten Fensterscheiben der alten Nahrungsmittelfabrik. Ozongeruch steigt in ihre Nase. Der Betonboden drückt unnachgiebig gegen ihre knochigen Unterschenkel, auf denen sie am Boden kauert. Aber zum Stehen fehlt ihr die Kraft. Plötzlich durchdringt ein ungewohntes Geräusch die surrende Monotonie der Maschinen. Panisch blickt sich Wild North in alle Himmelsrichtungen um. Das Device an ihrem Handgelenk kann noch niemanden orten, aber sie ist sich sicher. Eine zweite Person befindet sich in der Halle. Panisch pumpt sie die Luft schneller durch ihre Lungen, während sie sich schwankend aufrichtet. Das Herz schlägt ihr bis in den Hals. Ist sie entdeckt? Wird man nun ihr Gehirn in 20.000stel Millimeter dicke Scheiben schneiden, um unter dem Elektronenmikroskop jede einzelne Verschaltung ihrer Nervenzellen zu identifizieren? Ein virtuelles Bewusstsein mehr bedeutet einen Esser weniger auf der Erde. Wobei, wahrscheinlich würde man sie einfach nur töten. Das führt zum gleichen Ziel. Naiv zu glauben, dass sie eine Abtrünnige ins System holen. Aber sie stirbt sowieso lieber vollständig, als Teil dieses ekelhaften Experiments zu werden. Schritte reißen sie aus ihren Gedanken. Sie klingen schwer und unregelmäßig. Wie kann das sein? Ein Schauder durchläuft ihren ausgemergelten Körper und gleichzeitig durchströmt sie ein warmes Gefühl. Wild North versteckt sich hinter der Bench, an der sie seit Wochen, Tag und Nacht experimentiert. Aber sie muss einfach einen Blick auf die Person erhaschen, die in ihr Versteck eingedrungen ist. Auch wenn sie damit riskiert, entdeckt zu werden. Sie robbt ein Stück nach vorne, bis sie hinter der Laborbank hervorschauen kann. Durch den Türrahmen zur hinteren Halle, der längst nicht mehr verschließbar ist, tritt ein Mensch. Wilde, dunkle Locken umrahmen das Gesicht mit den hohen Wangenknochen. Wer würde einen solchen Avatar wählen? Die meisten Menschen bevorzugen Hologramme, Lichtprojektionen, die unterschiedliche Gestalten annehmen können. Ein Vogel, der durch die Luft fliegt, ein Delfin, der im Meer taucht oder ein Roboter. Feste Avatarkörper lassen sich normalerweise auch keinem Geschlecht zuordnen. Aber der da hinten ist eindeutig ein Mann. Liegt sie wirklich mit ihrer Vermutung richtig? Das wäre der absolute Wahnsinn. Ihr Device vibriert. Es meldet, dass ihr Körper gerade eine gehörige Portion Adrenalin durch ihre Adern jagt. Kein Wunder, dass sich alle ihre Muskeln anspannen. Sie macht ein Foto von dem Fremden und zoomt in das Gesicht. Seine Stirn sieht nicht langweilig glatt aus. Feine Falten ziehen sich von einer Seite auf die andere. Sie schnappt nach Luft. Die Hinweise, dass ihre verrückte Idee wahr ist, verdichten sich. Bei dem Eindringling handelt es sich möglicherweise um einen Menschen aus Fleisch und Blut. Einen Esser, einen Abtrünnigen. Genau wie sie. Wo bist du? Zeig dich doch. Die Freundlichkeit in seiner Stimme saugt Wild North auf wie künstlichen Kakaobohnenduft. Trotzdem bleibt sie misstrauisch. Jahrelange Fluchterfahrung. Ich weiß genau, dass du dich hier in diesem Raum befindest. Also was soll das alberne Versteck spielen? Ich tu dir nichts. Wild North drückt sich vom Boden weg in eine Hockposition. Sie möchte den Fremden kennenlernen. Doch ein Gedanke hält sie zurück. Wieso sieht er so wohlgenährt aus? Schlank, aber nicht abgemagert.
obwohl Nahrung nur noch in der digitalen Welt existiert. Zuerst versalzte der steigende Meeresspiegel die tiefliegenden Ackerflächen in den Ländern, die man damals als Entwicklungsländer bezeichnete. Dann stieg die Wassertemperatur und die Fische zogen immer weiter hinaus aufs Meer. Den großen Fischtrawlern war das egal, für die armen Fischer bedeutete es das Ende. Und dann aßen die Flüchtlingsströme Europa leer. Wie ein Schwarm Heuschrecken. Seitdem zwingt die Regierung die Menschen, ihr reales Leben frühzeitig zu beenden, um in die digitale Welt überzugehen. Egal, ob man 110 Jahre oder gerade mal 24 erlebt hatte, so wie sie. Sie schaut wieder zu dem Eindringling. Vielleicht kann er sie zu einem Ort führen, an dem es noch Essen gibt. Bei dem Gedanken an etwas anderes als einen verdorrten Ast zwischen den Zähnen läuft Wild North das Wasser im Mund zusammen. Nein, sie darf kein Risiko eingehen. Immerhin gibt es diese Gerüchte. Angeblich lagert Essen nur noch an einem Ort in Deutschland, in den Hochsicherheitstrakten der Regierung. Zwischen den riesigen Servern, deren Summen sie Tag und Nacht begleitet und die digitale Welt aufrechterhalten. Aber was nutzt Nahrung, wenn sie keiner isst? Wo es Lebensmittel gibt, dort existieren auch Menschen aus Fleisch und Blut. Und der da vorne könnte einer von ihnen sein. Außerdem, sie hat inzwischen ihren eigenen Weg gefunden, um zu überleben. Was die Pflanzen können, das kann sie schon lange. Zugegeben, sie weiß noch nicht sicher, ob es klappen wird, aber sie befindet sich kurz vor dem Durchbruch mit ihrer Forschung. Der Mann setzt sich in Bewegung. Ein weiterer Stoß Adrenalin, laut Device. Schnell geht sie ihre Fluchtmöglichkeiten durch. Weglaufen? Sinnlos. Sie kann nicht unbemerkt entkommen und ist zu schwach auf den Beinen, um ihn abzuhängen. Außerdem besitzt er sicher die besseren Waffen. Über ihr Messer und den Elektroschockwerfer würde er vermutlich lachen. Und das andere hilft gegen Menschen aus Fleisch und Blut nicht. Es bleibt ihr nur ein Weg. Sie muss sein Vertrauen gewinnen und dann einen guten Moment abpassen, um zu fliehen. Als er sie fast erreicht hat, richtet sie sich auf. Hi, ich bin Wild North. Hi, schön, dass du dich doch noch heraustraust. Ich bin Omnia. Sein Blick fällt auf ihre grüne Spritze, die nicht weit weg von ihrem Fuß auf dem Boden liegt. Was machst du hier? Ich beobachte das Klima. Schnell wirft sie den Rechner an. Diagramme bauen sich um sie herum in der Luft auf. Sie zoomt in eines der Diagramme hinein. Siehst du, die Welttemperatur im letzten Jahr? Es hört nicht auf. Was? Als ob er das nicht wüsste. Er schaut überhaupt nicht auf die Zahlen, lässt seinen Blick abschätzend im Raum umherschweifen. Was hat er vor? Die Durchschnittstemperatur steigt weiter an. Ein halbes Grad im letzten Jahr. Und obwohl es schon lange keine Verbrennungsmotoren oder Heizkraftwerke und Müllverbrennungsanlagen mehr gibt. Ja, aber vor 15 Jahren stieg die Temperatur noch um 1 Grad innerhalb eines Jahres. Das heißt, es geht zurück. Er spielt gut, denkt sie. Aber wozu das alles? Ist es für ihn nicht einfacher, sie auf der Stelle umzubringen? Schon. Ohne Menschen hat es allerdings 10.000 Jahre gedauert, bis auf eine Eiszeit eine Warmzeit folgte. Vielleicht will die Regierung sie doch ins System holen. Immerhin gehört sie zu den besten Wissenschaftlerinnen ihres Jahrgangs. Niemand manipuliert das Erbgut so gut wie sie. Der Temperaturunterschied beträgt gerade einmal 5 Grad. Da ist so ein halbes Grad in einem einzigen Jahr schon verdammt viel, findest du nicht? Er zieht die Innenseite der Augenbrauen nach oben und im Zentrum der Stirn bildet sich eine Falte. Du hast also alle Hoffnung aufgegeben? Was machst du dann noch hier in diesem schäbigen Versteck? Berechtigter Einwand. Wird er ihr glauben, wenn sie nun so leicht vom System zu überzeugen ist? Er muss sich fragen, wieso sie sich dann seit 6 Jahren auf der Flucht befindet. Seit das Programm vorzeitiges, virtuelles Leben startete. Aber damals war sie erst 18 Jahre alt. Vielleicht kann man das noch unter jugendlichem Leichtsinn verbuchen? Ja, bald wird nicht einmal mehr ein einziger Grashalm gedeihen. Selbst wenn es den Boden dafür gibt. Besser jetzt ins System wechseln, bevor es zu spät ist. Er reißt die Augen weit auf und sieht sie ungläubig an. Eigentlich hatte sie erwartet, dass er nach dieser Antwort zufrieden lächeln würde.
spürt er, dass sie ihm etwas vormacht. Aber anstatt sie darauf anzusprechen, kommt er auf die Spritze zurück. Die grüne Flüssigkeit in der Spritze, sind das Algen? Wo hast du die her? Ich erkläre es dir gleich in Ruhe. Er stellt sie weiter auf die Probe. Die überzeugende Antwort einer Systemverfechterin hat sie nicht parat. Vielleicht kann sie ihn auf ihre Forschung neugierig machen. Es handelt sich um ein außergewöhnliches Genexperiment. Sie muss jetzt ihren Plan umsetzen. Aber ich muss dringend auf die Toilette. Bin gleich wieder da. Als sie in Richtung Türrahmen geht, hält sie den Atem an. Sie zügelt ihr Schritttempo. Auf keinen Fall darf sie zu schnell werden, das würde sie verraten. Angestrengt lauscht sie. Noch folgt er ihr nicht. Ist es wirklich so einfach? Nicht umdrehen, mahnt sie sich, als durch die Tür ein Avatar hereinschießt. Ein 2 Meter hoher Roboter, geformt nach dem neuen Schönheitsideal mit androgenen Zügen, mit fast weißer Haut und ohne ein einziges Haar. Verdammt! Der Mann hat sie verarscht. Sie hätte gleich versuchen sollen zu fliehen, bevor sein Handlanger hier auftauchte. Der Avatar zückt ein kleines Kästchen und drückt auf den Knopf. Ein Laser schießt heraus, direkt auf sie zu. Sie sieht das Licht wie in Zeitlupe fliegen. Ausweichen? Zu spät. Gleich wird sie in ein künstliches Koma fallen, aus dem sie nie wieder erwacht. Nicht in diesem Körper. Wie konnte sie nur so dumm sein? Wieso war sie so lange an einem Ort geblieben? Bilder aus ihrer Kindheit schweben durch ihren Kopf. Die Station 153, in der sie zur Welt gekommen und aufgewachsen ist. Ihre Freunde dort, von denen nicht ein einziger noch real lebt. Blue Jasmins Michael Jackson Hologramm. Ihre beste Freundin liebt die alte Musik. Genau genommen war sie ihre Freundin. Menschen im System dürfen keinen Kontakt zu Abtrünnigen haben. Sie schließt die Augen, als sich jemand auf sie stürzt und sie zu Boden wirft. Nach einer Schrecksekunde blickt sie in die dunklen Augen von Omnia. Für einen Moment durchströmt sie Freude, dann gewinnt die Panik wieder Oberhand. Flieh! Er rappelt sich hoch, springt mit dem linken Bein ab und kickt mit dem rechten dem Avatar die Waffe aus der Hand. Während sie zurück hinter die Bench flieht, weil ihr nichts Besseres einfällt, feuert Omnia einen Laser nach dem anderen ab. Du glaubst doch nicht, dass du meine eigene Waffe gegen mich einsetzen kannst. Ihr Fleischlichen seid so naiv und dumm. Omnia erhöht die Frequenz. Aber der Avatar schwankt nur leicht. Denk nach, North. Denk nach, befiehlt sie sich selbst. Eine Möglichkeit liegt nahe. Lieber wäre ihr, sie hätte noch eine andere Idee. Denn dafür müsste sie verdammt nahe an den Avatar herankommen. Aber wie soll sie sonst den Chip zerstören, der tief im Inneren des Avatars steckt? Gut geschützt von der Proteinmasse, die ihn umgibt. Darauf kodiert sein digitales Ich. Omnia schlittert zu ihm, während er weiter Laserblitze abfeuert. Ich dachte, du bist von der Regierung. Er grinst flüchtig über die Schulter. Mit kaum hörbaren Schritten läuft der Avatar auf sie zu. Sie beißt die Zähne zusammen. Okay, hör zu. Lenk ihn irgendwie ab. Dann greift sie nach dem runden Gegenstand in ihrer Manteltasche, den sie seit so vielen Jahren hütet wie einen Schatz, und sprintet los. Wie lautet der Plan? Wild North kann nicht mehr antworten. Sie läuft gerade auf den Riesen zu, nicht ausweichen. Die Kraft, die das Adrenalin in ihren Muskeln freisetzt, überrascht sie selbst. Den letzten Meter springt sie. Doch der Avatar fängt sie mit beiden Händen aus der Luft und hält sie weit von sich weg fest. War es das jetzt? Sie wollte so nicht sterben. In dieser Suspension befinden sich Nanopartikel, die so programmiert sind, dass sie den kürzesten Weg zu digitalen Daten finden. Egal durch welches Material. Omnia hält ihre Chloroplastenspritze in die Höhe. Der Avatar umgreift sie nun mit einem Arm, sodass sie sich nicht rühren kann. Mit der freien Hand drückt er ihre Kehle zu. Sie röchelt. Schwarze Kreise tanzen vor ihren Augen. Omnia, bitte habe einen Plan, denkt sie. Sie hört seine weiteren Worte noch, aber sie kommen nicht mehr in ihrem Gehirn an.
Innerhalb von Millisekunden erreichen sie deinen Chip. Und dort kann ich sie mit diesem Sender zünden. Alles um sie herum verschwimmt. In der grauen Masse bewegt sich das leuchtende Grün ihrer Spritze zuerst ein Stück nach oben, dann saust es in ihre Richtung. In diesem Moment stürzt sie hinab. Der Avatar hat sie fallen gelassen. Mit einem Mal ist sie wieder hellwach. Sie greift nach seiner Uniform und klammert sich fest. Dann holt sie ihren Elektromagneten hervor und drückt ihn 3 Sekunden gegen die Brust des Avatars. Der Avatar bricht zusammen. Sie klettert von dem Toten herunter. Alles klar? Ja. Woher hast du? Ich hatte den Draht für den Elektromagneten schon ganz lange. Einer meiner Lehrer setzte große Hoffnung in mich. Vermutlich hat er mir deshalb das wertvolle Metall geschenkt. Ihr Blick fällt auf die Spritze. Sie ist unversehrt und kein Tropfen der Suspension scheint verloren. Meine Chloroplasten. Verrätst du mir jetzt, was es damit auf sich hat? Wenn du mir sagst, was du hier eigentlich suchst? Dich. Wir Abtrünnigen müssen zusammenhalten. Inzwischen sind wir viele. Jeder trägt seinen Teil zur Gemeinschaft bei. Woher hast du genug Essen, um so auszusehen? Wir haben es in den Hochsicherheitstrakt der Regierung geschafft. Wild North spannt unwillkürlich ihren Körper an. Am liebsten würde sie nun 1000 Fragen auf einmal stellen. Aber besser ihn einfach mal erzählen lassen. Es gibt Nahrung dort. Massenhaft Dosen mit Mais oder Kartoffeln. In ihren Mund steigt der Speichel. Sie hört ihm wie gebannt zu. Und echte Menschen. Seine letzten Worte hallen in ihrem Kopf wieder und wieder. Ich wusste es. Die verarschen uns. Sie kontrollieren alles. Ich bin mir inzwischen sicher, dass die Gehirne im System keinen eigenen Willen besitzen. Wahrscheinlich erinnern sie sich nicht einmal an ihr früheres Leben. Sie kann die aufsteigende Wut nicht mehr zurückdrängen. Er sieht sie lange an. Ein seltsames Kribbeln wandert durch ihren Körper. Kämpfe an unserer Seite. Gemeinsam können wir viel mehr erreichen als einer alleine. Gemeinsam. Was für ein schönes Wort. Sie sehnt sich danach, ihre Gedanken zu teilen. Und sie möchte wissen, wie Omnia und sein Team es in die Regierungsgebäude geschafft haben. Bisher dachte sie, das sei vollkommen unmöglich. Was hat sie schon zu verlieren? Okay, ich versuche gerade, direkt Energie aus dem Sonnenlicht zu ziehen. Also selbst Photosynthese zu betreiben, wie die Pflanzen. Das ist verrückt. Wie kommst du darauf? Er scheint beeindruckt. Ihr Device vibriert. Peinlich. Vermutlich meldet es Glückshormone. Es gibt eine Meeresschnecke, die das kann. Elysia chlorotica. Sie sieht aus wie ein wandelndes Blatt mit nachgebildeten Blattrippen und leicht eingerollten Blatträndern. Die Larven saugen die Photosynthesemaschinen aus Algen, also die Chloroplasten, und die arbeiten dann in einer speziellen Zellschicht der Schnecke weiter. Als säßen sie noch in der Alge. Er schmunzelt. Wahrscheinlich, weil sie das nicht ohne leuchtende Augen und Begeisterung in der Stimme erzählen kann. Und du glaubst, dass das beim Menschen auch funktionieren könnte? Nein. Die Schnecke trägt spezielle Algengene in ihrem Erbgut, die die Chloroplasten gezielt warten und reparieren. Sie stößt Luft aus. Dann setzt sie die Kanüle wieder an ihre Haut an. Hey, warte mal. Die Chloroplasten halten ohne Kühlung nicht lange durch. Ich habe mein Leben riskiert, um sie zu bekommen. Ich muss das jetzt versuchen. Was könnte schlimmstenfalls passieren? Verbrennungen 3. Grades. Aber ich habe es an genetisch manipulierten Zellkulturen getestet. Eben, die waren genetisch verändert. Du nicht. Doch. Ich habe mir diese Algengene eingesetzt. Du bist unglaublich. Jetzt halt die Klappe. Sie sticht die Nadel langsam durch ihre Haut. Es brennt leicht, als sich die Haut um die Einstichstelle herum verdunkelt. Die Sprecher und ihre Rollen. Wild North, Saskia Geisler. Omnia, Vincent Fellow. Avatar, Meinhard Schulte. Erzählerin, Andrea Bannert. Intro und Credits, Kevin Schneider. Musik von Andreas Hüttebroicker, alias Siebenklang. Cover von Irka Schüller. Schnitt, Regie und Mastering, Kevin Schneider. Skript und Regie, Andrea Bannert. Soundeffekte von freesound.org. Und ein besonderer Dank an die freie Hörspiel-Community hörspielprojekt.de, in der man unglaublich tolle und kreative Menschen treffen kann.